Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe endlich. Okay, Katze hinterm Fernsehen. Ich habe endlich mein zweites Paket. Ich habe es gestern schon im Livestream gezeigt. Ich werde es jetzt mit euch nochmal richtig auspacken, euch richtig zeigen, was ich mir geholt habe. Und dann werden wir im nächsten Video auch testen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen verwirrt aussehe, beziehungsweise aufgequollen. Aber wer den Hangout mit gestern mitgekriegt hat, der weiß warum. Ich packe erstmal alles aus. Und dann gucken wir uns das ganz genau an. Nicht mehr drin. So, hier auch nicht mehr drin. Wollen gleich clean machen. Zweimal deswegen, weil ich habe beim ersten Mal. So, beim ersten Mal bestellen habe ich mir. Wartet mal so, sieht doch ein bisschen freundlicher aus. Beim ersten Mal bestellen habe ich mir. Oh, jetzt fehlt die Kappe. So, Moment. Soll ja seine Richtigkeit haben. Beim ersten Mal bestellen habe ich mir das bestellt. Das ist der Jewel Crown 3. Da hinten steht es drauf. In schwarz mit einer roten Kappe. Den werden wir auch gleich auspacken. Und zwei Arten von Coils. Ich weiß jetzt nicht, welcher hier mit bei ist. Wartet mal. 0,5 oben ist hier mit bei. Ob einer eingebaut ist, weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen, wenn wir den zusammenbauen. Und dann habe ich mir zu Testzwecken die 0,25 und die 0,5 mit dazu bestellt. Weil, ja, nicht, dass das hier wieder so wie beim ersten Modell ist, dass der, dass die 2,5 Ohm Coils besser sind als die 0,5, also die 0,25 besser als die 0,5 und dass die nachgekauften sowieso besser schmecken. Das war beim ersten, bei der ersten Generation, bei dem hier, so, dass die ersten Coils, die mit bei waren, schon lecker waren, aber die zweite Generation, also die, die man nachgekauft hat, nochmal deutlich eine Steigerung geboten haben. Und dann habe ich mir aber dann erstmal nochmal belesen und dann stand da hier 0,2 80 bis 90 Watt, 0,5 70 bis 80 Watt. Und da ich momentan ja eher im niedrigeren Bereich, also bei 50, 55, 60 Watt unterwegs bin, gut, den könnte ich hier mit 60 Watt dampfen, den 0,5, nee, mit 70. Ja. Und die hatte ich nicht gleich gesehen, habe ich mir denn die 0,4 Ohm Coils auch noch dazu bestellt. Die sind A1 0,4 und die anderen beiden sind aus Stainless Steel, also SUS 316, beide. Und die kannst du bei 55 bis 65 Watt dampfen. Deswegen habe ich mir die 0,4 noch dazu bestellt. Und weil ich ja sowieso alle mal durchtesten wollte, ob die wirklich alle geschmacklich relativ gleich oder der eine besser als der andere ist, deswegen habe ich mir gleich alle drei bestellt. Und dann war eine Aktion. Da musste ich auch gleich zugreifen. Da habe ich mir dann nochmal zwei Packen von den 0,2 Ohm Coils für einen Crown 1 bestellt. Kann man hier hinten sehen, oben steht das drauf, vorher war eine Liste hinten drauf, hier ist jetzt, steht das jetzt oben. 0,25 Ohm und hier halt. Oh. Und die habe ich mir gleich halt mitbestellt, weil für den hier. Weil den habe ich, obwohl er alt ist, immer noch im Dauereinsatz, weil er einfach gut ist. Er ist sehr, sehr gut. So, das war meine Dampfbestellung. Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich muss mir mein Liquid noch holen. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Wenn wir das richtige Unboxing machen, wenn wir uns angucken, was da drin ist. Und ich glaube, dann werden wir auch im Unboxing dann gleich mal betanken und das erste Mal dampfen.
Müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Ja, dann würde ich mich für hier jetzt erstmal verabschieden. Den Link zum Shop werde ich euch unten drunter packen. Was habe ich denn bezahlt? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Beim ersten Mal knappe 30 oder über 30 Euro und beim zweiten Mal um die 20 Euro oder sowas. Um die 20. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ahoi. Sagt euer Odin.